Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, wir wollen da rein, da ist eine Ausrüstungstruhe drinnen. Der Aufzug funktioniert nicht, weil wir haben kein Gewicht, was wir drauflegen können. Also habe ich mir mal so ein Feuerding geschnappt und bin einfach mal hier hintergelaufen. Und siehe da, hier ist etwas wie eine Treppe. Eine Treppe, Peppe, Peppe. Und über diese Treppe, Peppe, 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 gehen wir jetzt hier hoch. Und machen das Ding kaputt. So. Und somit haben wir auch diese Truhe. Da ist. Yes. Wir müssen übrigens mal zum Shop und alles mal verbessern gehen, ne? Alter, wie viele Münzen. Reinste Schatzkammer hier. Hier noch. Krass. So, Tür entriegeln. Suche nach einem Weg in das Gemach des Strategen. Ja, Hammer. Mit Hilfe des Schlüssels. Dafür müssen wir aber wieder zum Haupteingang zurück. Wir haben ja gesagt, wir werden heute den Strategen ausschalten. Strategisch gewagt vorgehen. Hier kommen wir nicht rein, ne? Ich würde den, wie gesagt, ich würde den gern, viel zu gern, mit einem Luftattentat ausschalten. Ah, das ist halt ein kleiner Schisser, ne? Haben wir ja schon gesehen, wo die sich getroffen hatten. Der ist verriegelt. Also der ist echt beschützt und eingemauert und alles Mögliche. Okay, wir haben am Start Rauchbombe. So. Oben lang können wir nicht. Einfach mal dahinter. Aber hier ist kein Feuer. Der geht drauf. Der hatte mich nur gesehen. So, jetzt will ich mit einem Lärmer. Ich die mal dahin locken. Jawohl. Was war das? So. Ja, du bist gleich hinüber. Und tschüss. Eine Nachricht. El Mardichwar hatte Fragen zur Vergangenheit unseres Freundes. Klug. Er wurde in die große Garnison bestellt. Beide tot. Ich sollte zurück zu Fulat. Zwei Fertigkeitspunkte erhalten. Wir haben ihn. Okay, das war sehr geil. Unheilvoller Vermerk. So, mehr gab es jetzt hier drin leider nicht zu holen, ne? Ich sollte zu Fulat. Ja. Und ihm sagen, dass Aroch und Elaesh mal tot sind. Mach ich, Basim. Aber zuerst haben wir noch was zu erledigen. Kann ich das mit Pipen aktivieren eigentlich jetzt? Das müssen wir probieren. Nee. Shit. Ja. Okay. So. Nehmen wir wieder mit. Oh, da hat er mich werfen hören. Oh nein. Ich werde dich finden. Ja?
Was ist denn los? Warum bist du dein Freund? Ich will dahin. Oh, kommt der jetzt auch hier hochgesprungen? Ja. Okay. Zwei schon mal weg. Da oben läuft noch eine Wache. Da unten ist noch eine Truhe. Alle nehme ich wieder mit. Nicht nur einer, der hier oben Wache läuft, ne? Augenblick. Was? Das war knapp. Ich bin schon wieder auf dieser Mauer, ne? Aber ist egal, wir brauchen Fertigkeitspunkte. Von daher. So, die locken wir alle an. Alle dahin. Und werden unsere letzte Rauchbombe nämlich gezielt einsetzen hier. Ja, Mann. Mwahaha. Ich muss mich auch ganz kurz an den anschleichen. So. Ciao, kleiner Freund. Oh, jetzt habe ich keine Rauchbombe mehr. Doch, ich habe zwei. Geht mal bitte alle dahin. Was soll da hingehen? Ja. Okay, das war cool. Der muss aber auch drauf gehen, ja. So. Gibt es hier ein Problem? So dumm ist keiner, uns anzugreifen. Was? Die Falle funktioniert nicht. Ich muss noch mal gucken, wie ich die auslöse. Oh. Okay. So. Schade, die Falle funktioniert nicht. Da stand aber was mit Pfeifen, dass ich pfeifen kann. So, du hast mich nicht gesehen. Jetzt ging's. Oh, ich muss die aus einem Versteck aus aktivieren. Oh, fuck. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Wenigstens schon mal was Gutes. Geht die andere Falle jetzt auch? Kommst du? Kommst du oder gehst du? Hier nicht. Da nicht. Zu hier am Heuwagen mal schauen. Ich halte lieber die Augen offen, wenn ich fertig bin. Augenblick! Komm her. Guten. Komm her. Also wie gesagt, also wenn man dieses Spiel wirklich konzentriert spielt. Ohne Zeitdruck und ohne Stress, dann kann man hier wirklich auf verschiedenste Arten und Weisen Leute töten. Erinnert mich ein bisschen an Hitman. So. Und so eine ganze Area clearen. Das Ganze egal auf welchen Schwierigkeitsmodus. So, wir nehmen unsere Falle wieder mit. Die kostet Geld. So. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich mit Enkidu auch die Wege hier markieren können, ne? Hier sind irgendwo noch welche. Hier noch.
Da lang komme ich ja gar nicht raus, ne? Das hier oben ist nur die Mauer. Das ist kein Problem. So, mal ganz schnell hier rein. Dann will ich das nochmal probieren mit der Falle. Hier ist er lang gelaufen. Und dann schauen wir mal. Der kommt ja irgendwann zurück. Ne? Irgendwann muss er zurückkommen. Der ist auf jeden Fall da lang gelaufen. Die sehen das gar nicht, ne? Ich habe 6 Fertigkeitspunkte. Moment. Wenn wir einmal hier sitzen. So, was haben wir denn hier? Notfall zielen. Halte L2 gedrückt, um auf Gegner zu zielen, die dich entdeckt haben. So kannst du sie töten und unentdeckt bleiben. Okay, schauen wir uns nochmal an. Kostet 3 Fertigkeitspunkte. Ein Notfall zielen. Das machen wir jetzt gleich mal, die Attentäterkonzentration. Aber das Notfallzielen klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. So. Und so. So. Wo ist der letzte? Nee, mach mal nicht. Geht er jetzt über die Falle? Oh, Achtung, 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 Achtung. Macht er nicht. Macht er nicht. Da sieht er seinen toten Kumpel. Was ist denn mit dir? Jetzt geht er, jetzt geht er. Ich liebe es. Ich liebe es. Wir sitzen das viel zu selten ein. Gerade die Attentäterkonzentration, das Ganze. Mega. Mega mäßig. So. Und zack. Alles klar. Ich glaube, damit haben wir das Ding hier geklärt. Ja, geil. So, dann sag mal das hier noch ein. Und verschwinden hier. So schnell wie wir gekommen sind, sind wir hier wieder weg. Leichen pflastern unseren Weg. Aber das ist ja nichts Neues bei Assassin's Creed. Könnt ihr euch doch gerne mal die anderen Folgen hier, schaut mal hier, Kern heraus, die anderen Folgen und der anderen Teile von Assassin's Creed anschauen. Bei mir hier auf dem Kanal. Auf jeden Fall spannende Action ist garantiert. Nee. So, hier wäre noch ein Eingang gewesen. Okay, cool. Da oben ist noch was. Sorry, Leute, wenn ich mich so lange hier aufhalte, aber wir kommen hier bestimmt nie wieder her. Also. Wo war jetzt, was hat jetzt hier noch golden geleuchtet? Hier, das ist einfach nur der hier. Okay, mehr war es nicht. Gut. Abbruch. Raus hier. Weg hier. Von der Stelle, von der wir gekommen sind. Hier geht's nicht so tief runter. So. Vincent-Tor. Ah. Ort entdeckt. Okay. Und fort. Ups, ich wollte mich eigentlich da oben dran festhalten. So, sehr schön. Und da war's das. Sehr cool, jetzt müssen wir zum Fulat zurück. Wenn's geht, ohne entdeckt zu werden. Ja, ich gehe ja schon. Ich muss sowieso gehen, wir haben keine Zeit. Schon wieder bei 14 Minuten hier. Na? Wo gehen wir hier lang? Hallo, Freunde. Du Verbrecher, du Schurke? Hä? Hab
Habt ihr sie noch alle? Moment, da hängen zwei kleine Bilder von uns. Ja, die müssen wir uns holen. Nützt nichts, weil ich würde gerne weiterhin unentdeckt bleiben. So, hier haben wir so einen kleinen Marktstand und da. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Nein, ich treffe meinen Schöpfer nicht. So, hier müsst ihr mir erstmal hinterherkommen, Freunde. So. Wofür sowas alles gut ist, der Parkourlauf, ne? Ich mache mich ja nicht unerkannt, um gleich mit Streit anzufangen, ne? Das geht ja überhaupt nicht. So. Ach ja, zum Shop müssen wir auch nochmal Hilfsmittel auffüllen. So kann ich. Ich wollte auf dem Seil landen. Oh, Fischer. Alles klar. Weiter geht die wilde Jagd hier. So, ab zu Full Art. Jetzt können wir bestimmt auch den Oberbefehlshaber ausschalten. Und der ist ein Kopf des Ordens, nehme ich an. So, Full Art. Alte Raubsau. Haben wir diese Quest auch abgeschlossen? Läuft ja bei uns. So. Kurz noch was geklaut. Warte, Ali. Lass uns erst hören, was Basim sagt. Warst du erfolgreich bei deinen Aufträgen? Stratege Jasur und Admiral Nadir sind tot. Hast du herausgefunden, wer hinter Elmar Dechwar steckt? Nicht direkt. Stratege Jasur sollte sich zu einem Treffen mit Elmar Dechwar in der großen Garnison einfinden. Anscheinend hat er ihn seine Vergangenheit doch noch eingeholt. Admiral Nadir wurde wegen fehlender Lieferungen für das türkische Heer befragt. Elmar Dechwar war nicht erfreut. Also ist Elmar Dechwar in der großen Garnison und überwacht den Nachschub für die türkischen Söldner. Es gibt nur einen mit entsprechendem Rang, der passt. Heerführer Wasif Aturki. Wasif? Das kann sein. Es gibt nur wenige, die Beshi gefangen haben könnten. Beshi wurde gefangen? Er kam nie zurück. Wasif ist gerade von einem Einsatz für den Kalifen zurückgekehrt und in der Garnison. Wenn er Beshi hat, wird dieser auch dort sein. Dann ziehe ich ebenfalls dorthin. Wasif kontrolliert halb Bagdad. Wenn wir ihn herausfordern und scheitern, könnte das einen Krieg auslösen, der bis nach Alamut reicht. Du brauchst Basim. Na gut, ich treffe Basim bei der Garnison, bevor ich zuschlage. Aber spute dich, ich bin es leid zu warten. Gelange hinein und töte Wasif. Er darf nicht entkommen und es muss aussehen, als hätte Ali es getan. Die Sicherheit Alamuts hängt davon ab. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Der Kriegsfürst. Ja, Nachforschungen öffnen. Da ist er. Der Hühnerschrecker. Den holen wir uns jetzt. Oberhaupt des Ordens. Das Oberhaupt des Ordens. Will ich mir den schon holen? Haben wir alles andere? Haben wir nämlich noch nicht, ne? Den hier brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir erstmal noch. Ehe wir uns ums Oberhaupt kümmern. Die gefälschte Nachricht. Machen wir erstmal den. Also. Kümmern wir uns erstmal um diesen kleinen Nebenauftrag noch. Und dann kümmern wir uns ums Oberhaupt. Also erstmal ums Haus der Weisheit und dann ums Oberhaupt. Und um diese Ausrüstungstruhe da hinten müssen wir uns auch noch kümmern. Zack. So, erstmal hier. Bisschen Parkour auf. Und abrupt gestoppt den Parkour auf. So. Jawohl, ja. Okay, Freunde. Freunde der Sonne. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich sag dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße. Euer Rob. Ciao, macht's gut.